Dann wollen wir mal. Moin. Moin. Einmal Sattelzug komplett? Ja, mit Felgen vorne. Ja. Und Tanks. Spülen, waschen, föhnen. Gut. Und dann kommst du gleich rein, holst du Kaffee und eine Bockwurst. Na klar. Schlappt ihr Seitenverkleidung gleich runter oder sollen wir ich machen? Das mache ich dann. Ja? Machen wir dann. Alles klar. Bis gleich. Möchtest du Bockwurst mit Brot oder ohne Brot? Ein Stück Brot wäre nicht schlecht. Na klar. Dann gehen wir mal gucken. Ich habe es mal einmal gehabt, da habe ich noch bei uns Springer gefahren. Und da sind wirklich alte Alus drauf gewesen, aber aufgearbeitete. Die glänzten wie eine Aasschwarte, wie eine Schweineschwarte. Und dann kommt der Hammer. Ich sag, Alufelgen mitmachen, war bei uns in der Waschstraße in Dortmund. Und der kurz, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Ich sag, mach das vernünftig. Ich sag, denk an die Alus, keine Säure. Und der, pssst, alles mit Säure. Andern Tag, die Alus waren matt. Und damit das nach Feierabend bin ich zur Waschstraße gefahren. Ich sag, hier, da ist Politur, da sind Polierlappen. Ich sag, du darfst mich wecken, wenn du alle 6 Alus Hochglanz wieder hast. Habe ich den polieren lassen, sehe ich nicht an. Alter Falter, kommt da eine Soße runter. Eine ganze Gemüsesuppe vom Waschen. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad. Wow, was steht denn hier? So, da wollen wir mal raus zum Sascha, die alte Flachpfeile. Und mal sehen, was der so Neues für Lügen weiß. Kennt ihr die Fernfahrer-Dudel? Einmal frei. Kannst du nicht mehr ausmachen bei der Kälte? Servus! Ich bin gerade auf der Kumpel. Simon. Servus, Le. Hast du noch Würst auf dem Feuer? Ja. Ich darf morgen früh um 8 Uhr im selben Weg 2 polnische Lkw beladen. Das ist mir wahr. Und die, ne, das ist ja nicht schlimm, 2 polnische Lkw zu beladen, wenn sie nach Polen fahren. Aber die fahren ja von Bad Neustadt nach Berlin dann auf irgendwo. Das ist doch eine Tour, wo todsicher im Internet gestanden ist. Wo der polnische Dispositionsdisponent draufgeklickt hat. Aber die können doch auch nicht viel billiger fahren wie mir, die Polen. Was haben sie denn? Sie haben ein Diesel haben sie genauso wie mir, das Auto haben sie genauso wie mir, das Einzige, wo sie sparen können, ist der Fahrer. Und bei uns die Spediteure haben nichts zu fahren in der Rhön. Schön der Handbohnen in der Nase. Ich komme da nicht mehr mit. Oh, ach, Gola. Jede 2 Mal? Ja, die kriege ich immer weg. Zum Essen müssen wir trinken. Danke dir.